Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim CIU Aachen Magazin. Wie ihr seht, ich stehe bei schönstem Wetter und blitzblauem Himmel hier auf dem Vorbereitungsplatz Springen. Der ist aber gleich sozusagen der Zieleinlauf und Nachbereitungsplatz für die Geländepferde. Denn heute geht es auf die Geländestrecke. Es ist Geländetag beim CIU Aachen und das macht richtig, richtig Spaß. Also jeder von euch, wer das noch nicht erlebt hat, holt euch fürs nächste Jahr ein Ticket und kommt her. Das ist wirklich ein großartiges Erlebnis. Bevor wir uns aber um Action kümmern, wird es erstmal emotional. Gestern gab es nämlich beim CIU Aachen einen Abschied. Und zwar hat Isabel Wehrt ihr Herzenspferd Bella Rose verabschiedet. Und da ist nicht nur eine Träne geflossen. Das ist genauso diese Würde, die ich mir für sie gewünscht habe, weil sie auch immer ausstrahlt. Ist einfach, ja, es war einfach toll. Ich habe mich heute gut gefasst, weil ich so konzentriert aufs Reiten war, dass mir das, ich war also selten, dass ich so aufgeregt war vorm Reiten, weil ich so fokussiert war und wollte, so, dass es so gut klappt, dass sie sich eben auch hier so präsentiert. Und gestern Abend habe ich wirklich schon bei der Probe unheimlich Gänsehaut und da war sie auch so geladen, da die Angst, oh, hoffentlich wird das nicht zu unkontrolliert, und weil mir ja jegliche, ich sag mal, Übung im Grunde genommen fehlt, mal eine Prüfung gemacht zu haben, aber es war toll. Besser hätte es nicht sein können, und deshalb ist es umso schöner, dass es tatsächlich so gelungen ist. Das war ja nicht selbstverständlich, nachdem sie letztes Jahr eben dann doch nochmal einen kleinen eigenen Plan entwickelt hat, und das ist umso schöner, dass es so geklappt hat. Puh, jetzt dürfen alle mal kurz die Hand heben, die auch ein Tränchen im Auge hatten. Mega emotionaler Abschied von wirklich einem absolut unglaublichen Pferd. Ich glaube, das werden viele, viele nicht vergessen. Aber wir switchen jetzt einmal zum Tagesgeschehen, und da ist unglaublich eigentlich auch das richtige Wort. Denn was die Eventer mit ihren Pferden hier auf der Geländestrecke leisten, das ist auch eins. Absolut unglaublich. Und natürlich der absolute Höhepunkt des SAP Cups. She did it again. 8 Jahre nach ihrem ersten Sieg beim SAP Cup reitet Sandra Auffahrt beim CHIO Aachen 2022 erneut in die Geschichtsbücher. Es ist unglaublich, mit diesem Pferd hier auch gewonnen zu haben, weil wir haben sehr viel Arbeit in die Dressur reingesteckt und uns jedes Jahr ein bisschen verbessert, und ich hätte damit nie gerechnet diese Woche, und dann ist das immer noch umso schöner. Es bedeutet mir sehr, sehr viel. Zunächst sah alles danach aus, als würde der dreimalige Olympiasieger Michael Jung seinen nächsten Erfolg in Aachen verbuchen können. Doch das Ergebnis musste von den Hindernisrichtern überprüft werden, denn an Hindernis 14 war Jung mit seinem 14-jährigen Wallach Chipmunk nicht korrekt zwischen den Flaggen hindurchgesprungen. Ja, auf jeden Fall ist das eine blöde Situation, das kann man schon als Sportler richtig mitfühlen, das steht ohne Frage. Ich hätte ihm den Sieg auch gegönnt, allerdings finde ich, es muss einfach fair sein. Also wenn er fair gewinnt, freue ich mich super über den zweiten, aber wenn das am Ende die Entscheidung so ist, dass es doch anders ist, dann ist es für mich auch gut zu wissen, dass das jetzt nicht irgendwie für ihn blöd ist, sondern dass das einfach eine richtige Entscheidung ist, und dann freue ich mich umso mehr. In der Mannschaftswertung wird Deutschland mit deutlichem Rückstand auf Vorjahressieger Großbritannien Zweiter vor Frankreich. Insgesamt gingen in dem als 4-Sterne-Vielseitigkeitsprüfung ausgeschriebenen Nationenpreis 42 Paare aus 15 Nationen an den Start. Action, 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 genau das, was man von den Eventern erwartet. Und eine, die trotz aller Action die Nerven behalten hat, sitzt jetzt an meiner Seite. Sophie Leube, schön, dass du Zeit für mich hast. Ja, ich freue mich. 6. Platz kann man mal machen in Aachen, oder? Ja, ich bin überglücklich, total happy. Ich bin vom 12. noch hoch auf den 6. jetzt mit so einer schnellen, sicheren Runde. Also
bin total zufrieden. Du bist das zweite Mal hier bei den Eventern mit dabei beim SAP Cup. Warst du diesmal noch genauso aufgeregt wie letztes Jahr? War es ein bisschen besser oder letztes Mal genauso? Ich glaube, vom Gelände ist man immer aufgeregt, das ändert nichts. Wirklich? Ihr seid noch aufgeregt? Ja, klar. Also ich bin ja auch noch so lange nicht dabei, aber ja, auf jeden Fall. Du warst jetzt nicht ganz in der Zeit, aber es gab ja, soweit ich weiß, gar keinen in der Zeit, oder? Nee, genau, es waren ein paar schneller als ich, aber es war keiner in der Zeit. Ich war 6 Sekunden über der Zeit, aber bin super happy, dass es so geklappt hat. Und es ist nachher auch egal, es hat ja für den 6. Platz gereicht. Und ich glaube, das Wichtigste ist eh, dass Pferd und Reiter sicher ins Ziel kommen. Was man immer so ein bisschen beobachtet, was findet danach statt, wenn ihr im Ziel drin seid? Die Pferde werden sofort abgekühlt, mit Wasser runtergekühlt und abgezogen. Es wird sofort als allererstes natürlich Sattelzeug abgemacht, Gamaschen abgemacht. Und dann werden die Pferde geführt, bis die Atmung ruhiger ist. Und, ja, der Tierarzt guckt auch immer einmal drauf, ne? Das ist nämlich tatsächlich eine Frage, die immer mal wieder kommt, ob das nicht für die Pferde irgendwie krass ist, wenn man die so stark sofort runterkühlt. Man kennt das ja von zu Hause, da fängt man mit dem einen Beinchen an und dann mit dem anderen. Aber wir sind hinter den Kulissen und deshalb die Frage, warum schockkühlt ihr die so? Ja, die müssen schon relativ schnell, die haben eine sehr hohe Temperatur und müssen dann, gerade wenn es jetzt warm ist, relativ schnell runterkommen. Und das, also das ist nachher für die Gesundheit eigentlich sinnvoller. Ja, absolut. Jetzt bist du letztes Jahr 8. geworden, dieses Mal 6. Wir arbeiten wo stehen wir denn in 3 Jahren? Ich würde natürlich am liebsten mal auf der Tafel stehen. Ist das schon ein Traum? Ja, klar. Und was sind abseits von der Siegertafel Träume, die du hast oder Ziele, wo du sagst, da möchte ich hin? Ja, ich würde schon gerne mal für Deutschland auf dem Championat sein, klar. Aha. Das ist schon so. Wir sammeln die Träume einfach mal so ein und schauen mal, was davon da wird. Ja. Wir werden garantiert von dir in der Zukunft noch eine ganze Menge hören. Da bin ich mir sicher. Vielen Dank für deine Zeit. Für dich geht es jetzt zurück in den Stall oder wird jetzt erstmal ein bisschen gefeiert? Siegerehrung gleich? Nee, wir kümmern uns gleich nochmal ums Pferd und dann ist nachher noch Siegerehrung, genau. Und dann wieder gefeiert. Ums Pferd und dann wird gefeiert. Sehr gut. Da wünsche ich ganz viel Spaß bei. Und eine, die heute auch einen richtig guten Tag hatte, neben Sophie, das ist Juliane. Die ist ja auch in der Vielseitigkeit zu Hause und hat nochmal einen extra schönen Blick hinter die Kulissen geworfen. Heute ist mein Motto, mittendrin statt nur dabei, wirklich Programm. Denn ich renne nicht nur im Gelände rum und gucke mir an, wie die Pferde diese Geländestrecke meistern, sondern ich werde jetzt als erstes mal in den Stall gehen, gucken, wie so die Vorbereitungen laufen. Dann werde ich auf jeden Fall auf den Abreiteplätzen vorbeischauen und natürlich dann auch im Zielbereich, wo das Abpflegen stattfindet. Das heißt, die Pferde kriegen gleich Eis an die Beine und werden mit Wasser gekühlt und so weiter. Also das sind so die richtig spannenden Sachen, die ihr nicht im Fernsehen seht. Und ja, ich nehme euch jetzt mit, so gut es geht. Eingang des ersten Abreiteplatzes, da gibt es Transponder und sie ist dafür zuständig und gibt die aus. Wofür sind die denn genau? Genau, die Transponder sind da, um die Strecke der Reiter noch mal genauer zu analysieren. Und dass die Zuschauer das auch sehen können? Genau, damit kann man das live verfolgen. Sehr, sehr cool. Diese weiße Paste, die manche Pferde auf den Beinen haben, die sind eine Art Vaseline, damit, wenn die Pferde anschlagen an irgendeinem Hindernis, dann eben auch abgleiten und nicht irgendwie sich einen Splitter einfangen oder hängen bleiben oder so. Das ist noch nicht die Kühlpaste, die ganz am Ende der Strecke bzw. nach dem Gelände draufkommt. Zielbereich. Hinter mir seht ihr schon die großen Ventilatoren. Da ist ein bisschen Wasser dahinter, sodass die Pferde, wenn sie davor stehen, direkt so ein bisschen runtergekühlt werden. Aber es gibt hier auch Eis, um die Pferde bestmöglich zu unterstützen, wenn sie die Strecke absolviert haben. We'll be right back.
Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Der SAP Cup, das ist einfach Action pur. Eine Sache, die ich auch schon mal erwähnt habe, ist, dass es wahrscheinlich für jeden Reiter etwas Besonderes ist, hier in der Aachener Sörs zu reiten. Für manche aber noch ein bisschen mehr, denn in diesem Jahr finden hier auch die Youth Equestrian Games statt. Und es sind direkt zwei deutsche Akteure mit dabei. Zum einen die aktive Reiterin Charlotte Höhing und dann als Coach Peter Teuven. Er betreut nämlich das Team Europa. Und wir haben die zwei begleitet. Ja, ist ein Wahnsinnsgefühl und eine Riesenehre, hier dabei sein zu dürfen. Ja, weil das hat ja auch nicht jeder Reiter, dass er hier in Aachen reiten darf. Und dass ich das jetzt schon so jung mitmachen darf, ist der Wahnsinn. Jawohl. Ja, also Andy ist ein richtiger Kämpfer. Mit dem kann man auch richtig schnell reiten. Das haben wir gerade auch eben auch gesehen. Am Ende hatte ich ein bisschen Pech am letzten Sprung. Aber so ist der Sport und wir haben uns von Anfang an gut verstanden und es hat auch gut gepasst. Ja, es ist natürlich eine Riesenehre, dass Peter mich dafür nominiert hat und darüber bin ich überglücklich. Wir sind, glaube ich, ein super Team und es hat super gepasst. Also normalerweise bin ich eher cool, aber eine gewisse Anspannung hat man ja schon. Wir durften davor ja auch schon einmal eine Runde rumreiten. Und ich finde, das hat auch schon viel gebracht. Man konnte schon sehen, wie die Pferde darauf eingehen. Sehr gut. Für Deutschland, für Europa. Eine Nullrunde. Artis Boy, Bretonier und Charlotte Höhe. Clear in time for the Team Europe. The German rider Charlotte Höhe. Ja, also mein persönliches Highlight war natürlich die Silbermedaille im Teamspringen. Und generell hatten wir hier einen tollen Zusammenhalt und haben auch viel zusammen unternommen, sind abends essen gegangen und haben halt zusammen noch ein paar Programmpunkte vom Chio gemacht. Und ich bin sehr stolz, hier dabei sein zu dürfen. Was für ein absolut unvergessliches Erlebnis für Charlotte. Und unvergesslich ist ein gutes Stichwort, denn unvergesslich sind, glaube ich, auch eure letzten 12, 24 Monate. Jessica von Bredow-Werndl und Benjamin Werndl an meiner Seite. Schön, dass ihr Zeit habt für mich. Sehr gerne. Danke. Wir fangen einfach mal an, Jessie. Ich glaube, du musst gerade noch Luft holen. Du kommst gerade aus der Siegerehrung, oder? Ja. Okay, Jessie, deine letzten Monate, absoluter Wahnsinn, oder? Sportlich gesehen. familiär gesehen auch, aber wir fangen erstmal mit dem Sport an. Ja, abgefahren. Also ein besseres Wort finde ich nicht, um das zu beschreiben. Es war unglaublich und ich bin auch wahnsinnig dankbar, dass ich das erleben durfte, darf und jetzt so dieses volle Kontrastprogramm, aber dann als Zuschauer hier dabei sein zu dürfen, ist natürlich auch schön, aber es juckt mich schon auch ein bisschen. Ich verrate jetzt einfach mal, dass sie eigentlich schon wieder richtig mit den Hufen scharrt und eigentlich überlegt, wann sie losreiten kann, oder? Ja, total. Aber eins nach dem anderen. Ja. Gute Übung für mich. Mhm. Geduld. Insgesamt aber das Timing ganz gut gewesen, ne? So mit den sportlichen Erfolgen und jetzt machst du ein bisschen die Familiengeschichte und dann geht's wieder in den Sattel. Ja, so ist der Plan. So ist der Plan. Mehr verraten wir dazu jetzt erstmal nicht. Lasst euch überraschen. Wahnsinn hier deine Zeit, oder, Benni? Ja, bis jetzt habe ich mich so ein bisschen in einen Rausch geritten, muss man sagen. Also heute mit dem famosen 5. Platz in der ganz großen Tour. Wo ist die Schleife hin? Die ist schon wieder weg. Ja, ich war gerade da waren wir Zweiter, leider knapp geschlagen von den Dänen im Nationenpreis. Da ist genau, sie. Da ist ich halte sie einfach mal fest für dich. Aber ich bin mega happy mit meinen Pferden. Ich habe ja neben dem Famoso, den ich in der 5-Sterne-Tour reite, auch noch den Daily Mirror dabei in der 4-Sterne-Tour und auch noch ein Nachwuchspferd, den Discover, den darf ich heute Abend noch mal reiten. Und es ist gigantisch. Also dieses Turnier, diese Atmosphäre und dann diese Pferde und dann noch meine Schwester dabei, mein Team, meine Familie. Es ist unbeschreiblich schön. Ja, ich glaube, es ist eine gute Zeit für dich. Und Jessie hat dich ja heute mehr oder weniger überrascht, weil eigentlich warst du noch im Urlaub und bist jetzt heute dazugekommen, um dann jetzt am Wochenende noch Daumen zu drücken. Ja, das wusste er schon. Ach so, okay. Er konnte mit mir rechnen. Und okay. Ich habe natürlich auch im Urlaub den ganzen Tag am Tablet gehangen und habe Daumen gedrückt, mitgefiebert. Das ist
viel schlimmer als selber reiten, weil ich es ihm natürlich von ganzem Herzen gönne und mir nichts mehr wünsche als das. Dann siehst du mal, wie das bei mir war letztes Jahr in Tokio. Also, dass es dann richtig gut läuft und umso schöner, dass es jetzt alles so läuft. Toi, toi, toi. Wir klopfen auf meinen Holzkopf. Wir sind ja immer so ein bisschen hinter den Kulissen unterwegs und deshalb möchte ich auch immer nicht nur diese klassischen sportlichen Fragen stellen. Bruder, Schwester, ihr wirkt immer so unfassbar harmonisch, ihr gönnt euch das alles immer gegenseitig. Wir wollen jetzt mal wissen, kracht's denn manchmal auch? Ja. Okay. Klar, ganz normal wie bei anderen Geschwistern auch. Es ist nur so, dass wir festgestellt haben, neben dem, dass wir uns grundsätzlich sehr gerne haben, dass es wirklich von Vorteil ist, sich zu verstehen, weil uns das schon sehr hilft und helfen kann. Also ich glaube schon, dass ich eine große Stütze bin für die Jessie und sie ist für mich eine große Stütze und wir helfen uns einfach. Und das ist unser Business mit Aubenhausen, was wir da machen mit den Pferden und diese Reise. Und das ist was ganz Besonderes. Und dann einen starken Partner zu haben, ist natürlich von großem Vorteil. Ich glaube, das ist natürlich besonders schön als Geschwister. Beide nicht da, wo wir sind, ohne einander. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wahnsinnig schöne Worte. Also geht's miteinander besser als alleine. Ja. Ja, einstimmig. So wollen wir das eigentlich haben. Programm für heute ist, du steigst also nochmal im Sattel. Ja. Und du stehst am Abreiteplatz und drückst die Daumen. Ich hoffe, dass es wieder so wuppt wie die letzten Male. Könnte sein, dass da noch eine Schleife bei rumspringt. Wir versuchen es. Ich drücke den linken Daumen, der bringt besonders viel Glück. Und für euch haben wir jetzt was ganz Besonderes. Und zwar wollen wir euch auch immer eure Wünsche erfüllen. Und ihr habt uns gefragt, was passiert auf dem Chio Aachen Gelände eigentlich nachts? Ich sag mal so viel, wir haben extra auf diese Nacht gewartet, denn da ist hier in der Aachener Sörs was ganz Besonderes passiert. Also, wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt, ist es kurz nach 11. Von Ruhe ist hier aber keine Spur. Da hinten ist noch ordentlich was los, im Champion-Zirkel ist noch ordentlich was los. Im Stall ist es schon deutlich ruhiger und wir wollen heute mal eine Tour über unser Gelände bei Nacht machen. Kommt mit! Hier kommt gerade unser Fan-Traktor vorgefahren und kümmert sich über Nacht um den Rasen, denn das ist ja letztendlich das Wichtigste während des Turniers, dass die Pferde auch gute Bedingungen haben. Hier kommen wir zu dem Bereich, den ihr alle wahrscheinlich schon mal bei Nacht sehen wolltet, den Stallbereich. Tja, wem gehört denn dieses Fahrrad hier? Das gehört niemand anderem als der erfolgreichsten Reiterin der Welt, und zwar Isabel Wert. Und hier sind noch die Bandagenunterlagen, die heute bei der Verabschiedung von Bella Rose im Einsatz waren. Auch eine gute Möglichkeit, die Eimer zu trocknen. Ah, hier brennt noch Licht. Wollen wir mal schauen. Na, da ist aber noch einer. Gar nicht müde. Na, habt ihr die Nase gerade erkannt? Das war Cooper, den haben wir euch in der letzten Magazinfolge einmal gezeigt, das Pferd von Sarah Hürm. Und eine Box weiter steht der Schnabbi, der gehört zu Moritz Treffinger. Schnabbi, was machst du gerade? Okay, er ist einfach schön und wach wie immer. In unserem Deutsche Bank Stadion brennt auch noch Licht, denn da muss natürlich auch der Boden gepflegt werden. Und wir wollen jetzt einmal schauen, wie es bei Nacht aussieht, bei Flutlicht, so ganz alleine. Los geht's, Deutsche Bank Preis. Auf einer Skala von 0 bis Bella Rose, wie gut war ich eigentlich? Ich würde sagen, der Weltrekord wurde gerade geknackt. Aha, was ist denn hier los? Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Nein, das ist natürlich mit uns abgesprochen. Das ist das Zelt des WDRs. Da kann man Zelten an außergewöhnlichen Orten gewinnen. Heute Nacht beim Chio. Was hat dir denn am besten gefallen?
Ja, ich fand die Verabschiedung von Belarus eben doch sehr interessant, sehr ergreifend. Ja, also die Reporter und ich hatten da schon mal eine kleine Träne, die wir ein bisschen verdrückt haben. Naja. Und genau hier reiten sie alle am Sonntag am Rolex Grand Prix ein. Und es muss sich wahnsinnig toll anfühlen, hier in das Stadion zu kommen, dann bei voller Hütte in der Atmosphäre zu reiten. So, ich würde sagen, es ist Zeit fürs Bett. Eigentlich ist jetzt ja schon Nachtruhe im Stall. Da hinten geht noch die Post ab, aber wir verabschieden uns. Campen auf dem Chiu-Gelände wäre doch auch mal was, oder? Man hat das Pferd mit dabei, den Wassergraben als Pool. Ich glaube, das wäre ein richtig guter Urlaub. Und wenn man Bock auf ein bisschen Kultur hat, Kunstwerke gibt's auch. Ja, hi, ich bin Paul, Paul Suess. Mich kennt man auch unter dem Namen Captain Lobby, das ist mein Künstlername. Und da bin ich schon, ich weiß gar nicht wie lange, schon mit unterwegs und mache ganz viel Kunst. Mich erkennt man meistens natürlich an meinen Schimpansen, den ich auch über alles liebe. Der Captain Lobby, der kommt in unterschiedlichen Variationen vor, mit einer Bommelmütze oder mit einer Kapitänsmütze. Also wenn man meinen Namen googelt, kriegt man sofort einen sympathischen Affen zu sehen. Und dafür bin ich eigentlich bekannt, aber ich mache noch ganz viele andere Sachen. Aber das ist so mein roter Faden, der sich durch meine ganze Kunst zieht. Die Kooperation ist so zustande gekommen, dass ich einfach morgens um 10 einen Anruf bekommen habe von der Melanie, von der Presseabteilung. Ich meinte, hier ist die Melanie vom CIO. Wir haben was vor. Wir haben dieses Jahr das Thema Welcome to the Festival und wir haben ein paar Spots auf dem Gelände, die wir gerne kreativ bearbeitet haben wollen. Und könntest du dir das vorstellen? Und ich meinte natürlich, ich bin der Mann eigentlich mit dem Affen und ich muss mich erstmal in das Thema Pferd reinfuchsen. Aber hatte auch ziemlich schnell Bock, weil das war für mich oder ist bis jetzt für mich so der größte Auftritt gewesen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was kann ich machen? Ich würde natürlich gerne mein Steckenpferd, also der Captain Nobby präsentieren, aber auch das Thema Jugend und das Thema Festival oder das Gefühlfestival. Und ja, da habe ich dann überlegt, so ein gutes, also was für Aachen steht, der Klenkesballon und was für die Jugend steht und was auch für mich steht. Und dann war das ganz klar, ich mache verschiedene Motive, die wurden auch alle dankend angenommen. Und tatsächlich ist es so, bei der Street Art in der Stadt muss man ja auch Sachen entdecken. So, ne? Und das ist immer ganz schön, wenn die Besucher hier aufs Gelände gehen und immer mal wieder ein paar Sachen sehen, ist das für mich natürlich umso schöner, weil dieses Entdecken ist ja auch nochmal, was man von der Kindheit kennt, sich was entdecken, sich darüber freuen. Und habe jetzt, glaube ich, 5 Spots hier gemacht. Auf dem Deutsche Bank Stadion ist eins hier natürlich sehr prominent, wo ich mich sehr drüber freue. Aber auch an ein paar anderen Stellen kann man die Motive sehen. Also mein Lieblingsmotiv, das sehen wir jetzt hinter mir, das ist meine Tochter Mathilda. Ich habe ihr davon erzählt, sie fand das total toll und dann haben wir das Steckenpferd genommen. Ich habe ein paar Fotos davon gemacht und das ist mein schönstes Motiv, weil ich habe die Jugend mit drin, ich habe mein Handwerk mit drin, ich habe die Farbe des Chio mit drin und ein Pferd mit drin. Und das ist natürlich umso schöner, das Motiv mit meiner Tochter und den Chio-Farben hier so prominent zeigen zu können. So Leute. Bis Sonntag geht das Chio noch und da könnt ihr noch meine Kunst angucken. Und diesen Druck, den könnt ihr sogar gewinnen. Und wie? Das erklärt euch jetzt die Annika. Wenn ihr dieses coole Bild gewinnen möchtet, dann kommentiert einfach direkt hier unter dem YouTube-Video, abonniert unseren Kanal und mit ein bisschen Glück gehört euch dann bald schon das Bild von Paul Nu, aka Captain Nobby. So, zurück zum Gelände. Am Samstag sind hier in der Aachener Söhrs nicht nur die Eventer unterwegs im Gelände, sondern auch die Gespannfahrer beim Marathon. Und das lockt auch immer richtig, richtig viele Zuschauer an, die teilweise wirklich Jahr für Jahr wiederkommen. Eine war allerdings zum allerersten Mal da und kleiner Spoiler, sie war absolut begeistert. Social Media Star Lena. Ich bin sogar mehr als begeistert. Der Preis der Schwarzgruppe hat gerade erst gestartet und es ist jetzt schon so viel Action und Spannung hier. Die Fahrer müssen ihr ganzes Können, aber auch ihr Geschick unter Beweis stellen und den Parcours so schnell, aber auch ohne Fehler wie möglich hier absolvieren. Und jetzt drücken wir die Daumen.
Wir waren jetzt am Rolex-Komplex. Wir gehen uns jetzt aber noch die anderen Hindernisse angucken. Es ist einfach so unfassbar spannend und einfach so viel los. Und auch das Publikum ist einfach einzigartig. Ich bin komplett begeistert. Die Zeit wird immer erst gestoppt in den Hindernissen, wenn das ganze Team also im Hindernis angekommen ist. Und es gibt bestimmte Tore, die das Paar, das Team durchlaufen muss. Aber sie können eigentlich ihren eigenen Weg so ein bisschen bestimmen und die Kommunikation ist einfach einzigartig. Insgesamt gibt es 8 Hindernisse und man kann einfach von Hindernis zu Hindernis laufen, sich jedes angucken und das bei so einem Traumwetter. Was will man mehr? Hier dran muss man erstmal vorbeikommen, nicht dass sich eins der Pferde noch auf dem Weg einen Apfel mitnimmt. Man sieht auch, hier ist nicht viel Platz und hier muss die ganze Kutsche und 4 Pferde durch, also das ist wirklich beachtlich. Das war es auch schon hier mit dem Fahrsport. Das war mega cool, sehr, sehr interessant zu sehen. Auch mal so eine andere Seite vom CAEO, nicht nur das Reiten. Und wie ihr hier im Hintergrund seht, die Pferde haben jetzt auch Feierabend und ich verabschiede mich. Lena, total begeistert und ich kann es absolut verstehen. Marathonfahren ist schon richtig, richtig spannend und aufregend. Und auch das Zuschauen macht sehr viel Spaß. Und deshalb gucken wir uns jetzt die absoluten Highlights an. Samstags beim CHIO Aachen. Auf geht's ins Gelände. Der Preis der Schwarzgruppe ist eine Marathonprüfung für 4 Spänner. 22 Gespanne aus 7 Nationen fahren 9 Kilometer durch die Sörser Wiesen. Die Gangart ist dabei frei wählbar. Im letzten Teil der Prüfung müssen die Gespanne 8 Hindernisse meistern. Bei dem wunderschönen Wetter heute bietet die Wasserdurchfahrt eine angenehme Abkühlung. Es sieht so aus, als ob ein alter Hase gewinnen würde. Eisbrand Chardon aus den Niederlanden, Weltmeister von 1988, absolviert den anspruchsvollen Parcours mit Bravour. Er führt das Feld eine ganze Weile an. Doch dann rauscht als einer der Letzten sein ehemaliger Schüler, der Belgier Glenn Gerz, durch das Gelände. Er ist im Ziel der Schnellste und holt sich den Sieg beim Preis der Schwarzgruppe. Gerz kann sein Glück kaum fassen. Unbelievable. It feels great. Unglaublich. Es fühlt sich großartig an. Den Marathon hier in Aachen wollte ich schon immer gewinnen. Die Pferde, mein Team und die Fans waren fantastisch. Es hat einfach alles gestimmt. Und mit diesen super coolen Highlight-Bildern verabschiede ich mich für heute von euch. Das war der CHIO Samstag. Und so langsam neigt sich die Woche auch dem Ende entgegen. Aber einen Tag, den haben wir noch, und zwar den CHIO Sonntag mit unter anderem dem Deutsche Bankpreis und dem Rolex Grand Prix. Und das wird nochmal CHIO at its best. Also macht's gut und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!